Ich hau dich sonst. Einen hast du. Sauber. Hast beide. Ah, der hat was zu trinken dabei. Sehr schön. Meiner auch. Hatte. Dann war das der, der was zu trinken dabei hatte, den ich Da war noch eine Dose drin. Ne. Du blutest schon nicht bei mir. Trotzdem mache ich Moin Moin Jakob. Wünsche ich dir auch mal Gutes da. Ach ja, wenn ihr das Video seht, ist ja Ostern schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Oder muss man gerade mal so ein. Frohe Ostern, erst einmal jetzt noch. Ja, frohe Ostern natürlich an den Stream, aber trotzdem, da das Video wahrscheinlich kommt, wenn Ostern schon vorbei ist. Kommt zu 100%. Hoffen wir, dass ihr schöne Ostern hattet und euch reichlich vom Osterhasen beschenken lassen habt. Mit Eiern. Mit welchen Eiern? Das bleibt den Leuten überlassen. Ich nehme nur frische Hühnereier. Ich glaube, hier war ich drin und hier war nichts. Aber es war gut dort, von daher konnte ich das nicht genau sehen. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Versicherungsvertreter? Upsa, leck. Kleiner Gaskanister ist hier nur. Hallo, ist jemand zu Hause? Guck mal ins Fenster, bitte. Das ist so ja, geil. Guten Tag, Sie wünschen? Ja, Sie brauchen eine Versicherung, habe ich gehört, wegen den ganzen Zombies hier. Ja, Sie sehen, meine Scheiben sind nicht mehr die neuesten, also ich bräuchte neue Scheiben. Glasversicherung wäre nicht schlecht. Ja, das ist nur eine Lebensversicherung. Achso, eine Lebensversicherung. Ach, schade. Warte mal. Lebensversicherung habe ich leider schon. Ja, aber die Lebensversicherung ist besser. Wenn sie sterben, kommt der ganze Loot an mich. Inwiefern ist sie besser für mich? Ich meine, wenn ich sterbe, habe ich jetzt die Lebensversicherung, dass ich als neue Person irgendwo auferstehe. Das gibt's nie. Das ist verboten. Warte mal. Ja, also ich mag mal so Schokolade habe ich jetzt für dich. Also du ja 4 Monate. Ja, das reicht nicht für 4 Monate. Das sind für mich ein paar Stunden weg. Wollen wir weitergehen? Sie am Fenster. Okay. Das sieht so beschissen aus, dass man durchs Fenster gucken kann. Aber ist geil. Hier rechts habe ich noch Häuser gesehen. Wollen wir die noch looten? Die da hinten. Ja, Zombie rechts, der direkt auf dich zukommt. Jetzt sind so wieder schwächer, die Zombies, weil es Tag ist. Ja, das ist ein Farmhaus, eine Scheune. Ich gehe, da oben ist, rennt ein Zombie rum, den versuche ich zu umgehen. Ich guck mal nur in die Scheune rein kurz. Hier irgendwas liegt, was man gebrauchen kann, aber sieht nicht danach aus. Kannst eigentlich da stehen bleiben, ich komme gleich zurück. Ja, ich komme zurück. So, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade aktiv sind auf dem Server. Wollen wir mal klopfen? Guck mal. Okay, der ist heute mal leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, insgesamt. Ist ja nicht, also, 6. So, ich bin wieder am Haus. Wo bist du? Ich stehe gerade an der Seite und ich versuche gerade was zu trinken. Ich bin an den Schienen schon. An den Schienen, okay. Ah ja, ich sehe dich. Warte mal, bleib mal stehen. Ich bin schlimmere Gerüche gewohnt. Ich habe keine Zwiebeln gegessen. Hallo Zombies? Wir sind hier in einer Zombie-Apokalypse. Die stinken mehr.
Na, aber gestern Abend hat sie sich auch nicht gejuckt, wo du mit denen rumgespült hast, hä? Ach, gestern. Und heute weckerst du über die, hä? Gestern hast du noch so einen Spaß mit denen gehabt, hast du noch eine Grillparty gemacht mit denen? Und heute sagst du, ja, die denken, Ich sag nur, die stinken, ich sag nicht, dass sie nicht gut genug sind für mich. Ja, aber... Da kann jetzt jeder drunter verstehen, was er will. Ich weiß, das war zweideutig. Das war bewusst zweideutig. Oh. Müssen wir mal was gucken, ob der das wirklich genommen hat mit der Audio. Ja, hat er. Oh. Hat er nicht. Du kennst Xbox, Mann. Dann spinnst du rum, weißt du? Du hast eine Audio beeinbezogen und schwupps. Ne. Was? Ich bin auf der Xbox, dachte ich, das ist PC. Wie? PC? Ich dachte PlayStation. Hä? Na, die PlayStation dachte 1. Dachte Nintendo 64. Gameboy Color. Verdammt! Wo spielen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hab mein Gameboy in der Hand gerade. Und du? Ich hab mein Nest in der Hand. Okay. Also wenn bei Gameboy Color so eine Grafik rauskommt und so flüssig läuft. Ja, ne? Vor allem spring mal. Dann denkst du, beim Gameboy Color würde das doing, 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 doing. Boing, 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 boing. Super Mario! Yeah! Ja! Warte mal, ist er von der Stadt? Jetzt mal ein bisschen wieder. Nee. Aber ehrlich sein, nee. Ich habe auch gelesen, die wollen nochmal die Zombies jetzt auch ein bisschen jetzt auch in die Weide Wildbahn, in die Wildbahn reinmachen, also in die Wildnis. Finde ich gut. Finde ich gut. Weil das ist. Das war ja das Schöne, H1Z1 und DayZ sind ja so die Vorreiter. Von der Zombie-Apokalypse gewesen, wenn man es mal so nimmt, ne? Und das Schöne an H1Z1 war ja immer, dass überall Zombies gelauert haben, egal wo du warst. Aber leider ist H1Z1 nie weit entwickelt worden, das ist das so schade. Es war haben sie gut gemacht, sage ich so mal, seit ja, jetzt heißt machen es kann. King of Hill oder sowas? Nein, es hat immer noch H1Z1. Das haben nicht geändert, ist aber bis jetzt ein Battle Royale-Modus schon seit Anfang an, seit es draußen ist. Der Online-Modus ist nicht so beliebt geworden, da haben sie einen Battle Royale-Modus rausgehauen. Das war 2012, 13 ungefähr, kam ein Battle Royale-Modus. Das war ja auch das allererste Battle Royale, was überhaupt existierte. Das war von HZ1-Entwicklern. Also, ich fand HZ1 klasse. Ich habe es damals auf meinem Laptop gespielt, ein bisschen, als es noch funktioniert hat. Mit dem Basisbauen, das hatte H1Z1 DayZ voraus. Und zwar weit voraus, muss man sagen. Ja, dann kam ja, es kam ja eigentlich H1Z1 kam ja genau in der Zeit raus, wo DayZ schon draußen war. Stimmt, es musste 2013 gewesen sein mit DayZ. Es kam ja auch zu früh schon raus. Das kam ja genau raus, wo DayZ schon existierte. Da war ja DayZ ja noch eigentlich. Der Strich in der Landschaft mit alles Mögliche und jetzt ist es eigentlich ein sehr gutes Game geworden. Aber es sind so, eigentlich gibt es so viele Zombie-Spiele, sag ich mal so, oder wie heißt das? Dein Light? Heißt das Dein Light, das Game? Seven Days to Die, meinst du? Nee, das Game. Das Spiel ist, muss sagen, in Deutschland verboten worden. Das ist auch. Ich weiß, welches du meinst. Oh, ich überlege gerade. Todes Tageslicht, irgendwas hieß es auf Deutsch, keine Ahnung. Dein Light. Ja. Stimmt, Dein Light könnte das sein. Ich hab's mal gespielt, ich weiß es aber nicht, das ist auch schon lange her. Das war aber auch ein Hammer. Haben sie auch, war auch so eine Art wie ein kleines. Apokalypsen-Spiel war auch nicht schlecht gemacht, aber das Problem war auch mit dem Dan-Spiel, du hast viel, viel mehr schießen müssen. Es waren viel zu viele Gegner, zu viele NPCs mit Schießen mäßig. Ja. Was mich bei DayZ so ein bisschen ärgert, ist die Community, muss ich sagen.
Warum? Es gibt so viele Idioten, auch auf der Xbox. Ich habe gehofft, dass sich das auf der Xbox so ein bisschen ändert, ne? Die einfach wahllos rumschießen und Leute killen. Es ist immer noch ein apokalyptisches Spiel, endapokalyptisches Spiel. Das heißt, ja, es geht um Essen und Trinken. Man sollte keinem trauen, aber trotzdem sollte man sich doch zusammentun gegen Zombies kämpfen. Ich hoffe, dass die so die Zombies reinpatchen, dass es so viele Zombies gibt, dass man fast keine Wahl hat als Hilfe, 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 helfen mir, so nach dem Motto, weißt du? Und sowas wird nie kommen. Das ist das Problem. Ja. So, das Problem ist, es gibt viele Spieler, die in Freundschaft sind miteinander. Also Essen oder Trinken geben manchmal. Ich muss aber jetzt den letzten Sardinen essen. In wieder im roten Bereich. Zum Beispiel auch Bambi, sag ich so mal. Das ist ein Bambi schon. Das war schon lange her mal. Da hatte ich eine M4 oder so einen Scheiß gehabt. Das ist ein Bambi, dich versucht anzugreifen. Und du stehst mit einer M4 vor ihm und schießt einen Kopf. Alter, so denke ich mir so, dass die Bambi. Guck mal, du bist komplett ausgerüstet. Da wollen sie dich platt machen, Alter, nur weil du so gut gelootet hast. So einen guten Loot hast. Das verstehe ich nie. So, Vorsicht, hier sind immer wieder gerne Zombies. Deswegen. Ich weiß, ich gehe rein. Ich schon mal meine Axt aus. Diesmal gehe ich rein. Jo. Was ist das? Ein Messer nehmen wir mal mit. Für Hühnchen. Hier ist noch eine Waffe für dich. Ah. Auf dem Bett. Okay, auf zum nächsten Haus. Na, Scheune ist es bloß noch hier. Nee, da vorne ist ein Haus. Und da vorne ist ein Zombie und da kann man auch trinken bei dem Zombie in der Nähe. Weil hier ein Sumpf ist. Ich nehme mal schnell neue Verbände mit. Mach das, ich bin schon mal im nächsten Haus. Aber wie ich mein Glück kenne, ist hier nichts. Nein. Natürlich nicht. Ist doch immer so. Da vorne ist eine Scheune. Und wenn wir Glück haben, ist hier irgendwas drin. Ja, ein Rucksack, sehr schön, kleiner Rucksack. Nehme ich mit. Du trinkst zuerst. Okay. So, trinken ist voll. Kannst. Danke. Naja, trinken ist bei mir eigentlich voll, aber trotzdem, ich trinke immer noch mal nachträglich was. Ja. So. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Nee, guck mal, ich mal hier oben rein. Nope. Warte mal, das ist. Ah, doch was Besseres als meines. Auf jeden Fall. Bist du eigentlich ein Weib oder ein Kerl? Nee, du bist ein Kerl. Bin ein Kerl. Irgendwie reg ich immer die Weibercharaktere. Keine Ahnung warum. Ja. Nur, dass ich das alles ins Inventar, jetzt kann ich es ins Inventar legen. Aber auch, was auch mal sagen, auch ehrlich sein, was schade ist, auch mega, dass es so wenig Survival-Spiele gibt. Es gibt eine Menge Survival-Games. Das ja, darfst aber du nicht unterschätzen. Gut, ich meinte sehr gute Survival-Games. Das stimmt. Da gibt es echt wenig. Das ist so minimal mit den Survival Games eigentlich. Es gibt auch so viele Horrorspiele. Es gibt eine Menge, aber leider nur auf dem PC. Oder auf der PlayStation ja, dann jetzt letztendlich. Ja, es gibt auch so viel. Es gibt